Dann öffnen wir mal. Ah ja. Okay, das ist auch wieder ein Giftpilz. Behälter. Schmiermittel und Infusor. Kann man von da? Ich glaube, wir kommen von da. Ja. Jetzt bin ich einmal im Kreis, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Das ist alles dasselbe. Auch dieser Dunst, ne? Den hätten sie ein bisschen weniger dicht machen können. Man sieht ja quasi gar nicht mehr. Also so überhaupt nicht. Ich sage immer nichts, das heißt ja nichts. Ach, hier waren wir schon. Pathfinder. Ja? Ich habe kurzzeitig einen schwachen Energieimpuls geortet. Jetzt ist er weg. Vielleicht sollten wir später zurückkommen. Das sagt er mir jetzt. Wand. Zusammensetzung. 71% unbekannte Legierung, 14% Element Zero, 15% Keramikstruktur, schwere Platten, Aktoren mit variabler Blitz, geschmiedeter Zentralsteuerung, Bewegungssensoren online. Analyse unter entsprechenden Bedingungen kann diese Wand als bewegungsgesteuerte Tür fungieren. Klopfen? Geht gerade nicht. Okay. Also müssen wir auch hier wieder zurückkehren, wie auch auf EOS. Dieses ständige Wiederabklappern der Planeten. Weißt du, die sind ja auch überhaupt nicht groß und die Gebiete sind ja überhaupt nicht weitläufig. Das ist, ich glaube, ist es das, was mich stört? Ich weiß nicht. Ja, oder das funktioniert gar nicht. Warum geht das nicht? Ach so. Reagiert nicht, entweder beschädigt oder wurde absichtlich ausgeschaltet. Okay. Dann muss hier irgendwo. Hier gehen keine Kabel lang. Oder? Ist das ein Kabel? Nö, ist kein Kabel. Okay. Na gut. Schade. Deswegen sollen wir wahrscheinlich später wieder hierher kommen. Toll, am Ende der Schlucht. Tja, das war jetzt mächtig aufschlussreich. Wo war nochmal die Tür? Die war hier doch irgendwo. Hier? Nee, ich glaube also nicht. Wo war denn jetzt die Tür? Ach ja, mit dem Scanner kann man natürlich nicht springen. Ach, da ist die Tür, genau. Das ist die Tür da, ne? Ja. Also rechtzeitig von dem Ding. Okay. War hier gerade noch was? Hat hier gerade irgendwas geleuchtet irgendwie? Nee, nee. Okay, alles klar. Und wir müssen da irgendwo oben hin. Irgendwie müssen wir da oben hin. Ich weiß nicht wie. Also wieder zurücklatschen. Ach nee, Moment. Wir kamen ja da durch. Hier ist ja eine Sackgasse.
Schade. Hier kamen wir doch irgendwo hoch, Mensch. Wann das? Wo war denn das nochmal? War das da vielleicht? Nee, das war hier hinten. Ach doch, hier. Okay, wie gesagt. Ah, hier ist ein Behälter. Mit einer intakten Neurospule. Also jetzt, dieser Urwald hier ist wirklich sehr, sehr schön designt, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwar ein bisschen wenig Ruhe, aber dafür ganz schön Wald. Aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sind wir hier etwa auch runter? Kann ich mich hier auskennen? Nee. Kann man leider nicht. Schade. So, jetzt wollen wir mal da hinten mal kurz gucken. Nein, hier sind wir nicht lang gekommen. Das haben wir schon alles, ne? Ja, das haben wir schon alles. Das heißt, hier sind wir lang, aber wir sind wahrscheinlich dann da lang gegangen. Ja, guck mal hier noch mal. Achtung, Roka und Turianer? Das sind Nathanus-Uniformen, Pathfinder. Die Turianische Arche? Bitte, geht doch. So, ich muss auch kurz in Deckung. Streck dein Köpfchen raus. Und schmeißt ihn zum Scheiß. Weiter, wir haben neue Gäste auf der Party. Na dann.
keine Energiezellen mehr. Toll. Ja. Ich würde sagen, das war's. Na, Gott sei Dank. So, wollen wir die Überreste mal einsammeln. Initiative-Helm, Flugstabilisator. Warum hat der einen Initiative-Helm dabei? Und Rusha 3. Vergleich. Achso, mit der Phalanx ist das der Vergleich. Mit der Inskisor. Ich sag immer Inskisor. Inzisor heißt die eigentlich. Inzisor. Und der Sorkin. Irgendwie, ja, Schaden ist zwar immens, aber Feuergeschwindigkeit, ich weiß nicht. Den nehmen wir mit, aber ausrüsten, nein. Können wir vielleicht verkaufen? Mal gucken. Nochmal. Dankeschön. Ja. Taktisches Zielfernrohr 3. Sehr schön. Und ein Datenpad, wieder was zu lesen. Persönliches Log Torex Arus. Login Torex Arus. Neuer Eintrag. Diese Dinger haben wieder angegriffen. Die Aliens. Es vergehen keine zwei Tage ohne einen Hinterhalt. Und wenn es nicht die Aliens sind, sind es diese verdammten Pflanzen. Sie vergiften uns oder zerstören das bisschen Ausrüstung, das wir finden können. Ich denke dauernd an die anderen Archen. Vielleicht ist es ihnen besser ergangen und sie planen schon eine Rettungsmission. Aber hoffentlich sind es nicht die Menschen. Die arroganten Mistkerle würden ewig damit angeben. Ende des Logs. Tja. Das zeigt mal wieder, Menschen sind schlecht. Alle Menschen sind schlecht, egal wie gut sie auch zu scheinen meinen. So, mein kleiner turianischer Anführer, dann sprich mal mit mir. Ein Bauchschuss. Äußerst schmerzhaft. Danke für Ihre Hilfe. Mein Name ist Avitus Riggs. Tut mir leid, wenn meine Methoden ein wenig extrem erscheinen. Das Leben als Zivilist ist schwierig. Scott Ryder, ich bin der menschliche Pathfinder. Waren Sie früher Soldat? Ich war Inspector. Special Tactics and Reconnaissance. Ich habe 15 Jahre lang die Drecksarbeit für den Rat erledigt. Sie waren das Hausmädchen des Rats? Nein, das erklärt natürlich seine Taktiken. Hallo? Sie ja. Sind es also gewohnt, sich über das Gesetz zu stellen? Tja, ein Glück, dass es in Andromeda keine Gesetze gibt. Ich bin zur Initiative gegangen, um mich zur Ruhe zu setzen. Dann ist die Nathanus auf die Geißel getroffen und bam, ich bin hier wieder aufgewacht. Was ist passiert? Wo ist die Arche? Keine Ahnung. Ich musste mich selbst aus meiner verdammten Stase-Kapsel befreien. Ein solcher Absturz hätte sie töten können. Diese Kapseln sind stabiler, als sie aussehen. Der Großteil der turianischen Population wird noch vermisst. Darunter auch Mason, unser Pathfinder. Allerdings wurde Sam nicht auf mich übertragen, also lebt er noch. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Ich habe leider keine guten Neuigkeiten. Er hat es vielleicht nicht geschafft. Ich habe leider keine guten Neuigkeiten. Auf der Nexus leider nicht. Das muss nichts heißen. So wie ich Mason kenne, ist er irgendwo da draußen und sucht nach mir. Mason hat Andromeda sein Leben gewidmet. Er ist zu stur, um jetzt zu sterben. Das hoffe ich. Wir brauchen jeden Pathfinder, den wir finden können. Die Trümmer und Stase-Kapseln der Nathanus sind über den gesamten Sektor verteilt. Unter uns gesagt, irgendetwas werden wir schon finden.
Klingt nach einem Plan. Die Siedler brauchen sie. Naja, nach einem Plan, das klingt das jetzt irgendwie nicht so wirklich. Das klingt eher, wir suchen mal, wir finden schon was. Aber wo wir anfangen, das weiß ich auch nicht. So, weil die Siedler brauchen sie. Ja, klar. Die Siedler hier brauchen ihre Hilfe. Ich bin nur eine Notlösung. Mason ist derjenige, den sie brauchen. Hier ist meine Frequenz. Melden Sie sich, wenn Sie etwas finden. Gut. Ja, Stufe 12. Was sind jetzt wieder? Ja. Ach, immer dieses Drängen. Dieses Drängen, irgendwas einzuscannen. Ich halte diesen Scanner also für sowas von sinnlos. Ja, man kann damit praktische Sachen schon machen. Ja, zum Beispiel die hiesige Flora scannen, damit man vielleicht seinen eigenen Krempel damit halt vermehren kann. Das ist schon richtig, aber es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn sie das rausgelassen hätten. Finde ich, aber gut. Gehört dazu, wir machen es. Und das war jetzt keine Beschwerde, es war nur eine persönliche Anmerkung. Login. Pavefina Perari. Neuer Eintrag. Irgendetwas stimmt mit diesem Planeten nicht. Pflanzen schießen hinter einem aus dem Boden, die Bäume flüstern und ich schwöre, dass uns noch etwas anderes beobachtet als nur diese Aliens. Ich danke den Geistern für den Spectre. Wenn wir überleben, dann nur wegen Avitus. Ende des Logs. Da habe ich doch recht gehabt, die brauchen ihn. Ich bin nur eine Notlösung. Ja, ja. Dafür haben wir uns zunächst auch nur gehalten. Für eine Notlösung. Erinnerungsauslöser, ja. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt... Ja, ja. Exogeny M-Spec-Magnete. Und noch ein Tyrianisches. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Natürlich. Ja. Avitus, mit dem haben wir schon gequatscht. Pathfinder? Ah ja. Was wissen Sie über Rokar, über die Rokar? Greifen die Rokar oft an? Nur wenn sie uns finden. Sie sind schlimm, aber die verdammten Pflanzen sind die größere Gefahr. Ich sage allen immer wieder, sie sollen nichts roh essen. Aber wenn man hungert, verabschiedet sich die Logik als erstes. Ja, natürlich. Aber es bringt nichts, wenn man etwas isst, was einen tötet. Erzählt mir mehr vom turianischen Pathfinder. Stehen Sie und Mason sich nahe? Wir kennen einander ziemlich gut, ja. Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Tut mir leid, ich bin es nur nicht gewöhnt, über mein Privatleben zu sprechen. Mhm. Ja, wie fast alle Turianer. Erzählt mir von eurer Zeit als Spectre. Es gibt bestimmt großartige Geschichten aus ihrer Zeit als Spectre. Keine, die ich erzählen darf. Darum sind es ja geheime Operationen. Nach 600 Jahren kann man die Regeln ruhig etwas großzügiger auslegen. Ja. Regeln großzügig auslegen. Früher dachte ich, genau darum ginge es als Spectre. Saren Atarius persönlich hat mich dem Rat empfohlen. Ich habe jeden Befehl ausgeführt, ohne Fragen zu stellen. Ja, das ist aber gefährlich. Aber ich kenne den Namen. Saren? Der abtrünnige Spectre, der den Angriff der Geth auf die Citadel angeführt hat? Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt. Der Saren, den ich kannte, war rücksichtslos. Nicht verrückt. Aber etwas ließ ihn durchdrehen. Jeder hat eine Belastungsgrenze. Ich bin raus, bevor ich meine erreicht hatte. Mason hat mich überzeugt, dass Andromeda meine Chance ist, das Leben im Schatten hinter mir zu lassen. Darum bin ich hier. Wissen Sie mehr über die Überlebenden der Nathanus? Wie machen sich die anderen Überlebenden? Sie stehen unter Schock. Aber sie sind zu beschäftigt, um zu trauern oder die Ereignisse wirklich zu realisieren.
Aber wenn irgendwann wieder Ruhe einkehrt, wird es sie treffen wie ein Hammer. Und das wird nicht schön sein. Ja. Wir reden später wahrscheinlich nochmal miteinander. Passen Sie auf sich auf, Avitus. Sie auch, Ryder. Naja. Wenigstens ist er einigermaßen höflich. Einigermaßen. Und das Ding scannen? Nö. Ist hier noch irgendwas? Und das? Nix. Ah, Nickel. Nickel, da. Gut. Mehr ist hier wohl nicht in der Ecke, oder? Ne, mehr ist hier nicht. Okay. Ach ja. Ich hoffe, die anderen Planeten sind alle ein bisschen kleiner. Die sind sehr schön, diese Planeten. Auch liebevoll gestaltet. Aber sie sind einfach viel zu groß. Viel zu groß. Ja, wir gehen gleich zu ihr. Ihr, ihm, Drusa. Drusa. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert. Ich dachte, wir würden für immer hier festsitzen. Oder bis die Aliens uns umbringen. Wir haben dieses Lager aus den Resten unserer Stase-Kapsel gebaut. Wenn wir gehen, können wir das Wrack nicht zurücklassen. Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Das ist Zeitverschwendung? Nein. Wir holen sie alle. Alles von dem Absturz gehört der Initiative und kommt mit ihnen zurück zur Nexus. Genau so ist es. Wir wissen nicht, was noch intakt ist. Ich will nicht, dass feindselige Aliens etwas davon gegen uns einsetzen. Falls sie irgendetwas von der Arche Nathanos finden, markieren sie es zur Bergung. Oh, und danke. Muss ich jetzt wieder zurück? Nee, ne? Ich weiß nicht. Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hier haben wir noch irgendein Ziel. Das ist bestimmt wieder da oben drauf. Wetten. Ja. Ach, das ist Platin. Nickel. Noch mehr Nickel. Noch ein Behälter. Mit einem Prozessorkern. Das ist... Ja, scheinbar sind die auch nicht mehr so selten hier. Kann man den scannen eigentlich? Nö. Gut. Hiervon auch nicht. Gut. Hier ist nochmal Nickel. Zugeschissen werden mit Nickel, naja. So. Ich habe eben irgendwie in den Bäumen festgehangen. Also in dem Baum. Na, sind eigentlich schon Bäume. So. Ah ja, gespeichert wurde. Ja, und wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Jetzt wieder zurücklatschen oder was? Oh, nee. Moment, wir gucken mal eben auf der Mappe.
Ja, es ist eine Sackgasse. Ach, hier hinter geht's auch noch weiter. Da haben wir noch was. Toll, da ist noch ein Trümmer. Was ist hier? Das liegt hier unten, ne? Ja, wir sind da bloß schon lang gelatscht. Ich finde das traurig. Ich finde das wirklich schade, dass solche Quests erst als Quests wirklich markiert sind. Wenn man sie bekommen hat. Statt vorher schon mal darauf aufmerksam zu machen, das ist ein Questgegenstand, den können sie schon mitnehmen, aber das gehört zu keiner aktivierten Quest. Das wäre schon mal ganz schön gewesen, aber naja, gut. Ich sollte mit M wieder los. Gut, dann machen wir mal hier. So. Nee, mit Escape. Tatsächlich mit Escape. Okay. So. Wir stehen doch schon quasi fast drauf. Warum wird das nicht angezeigt? Moment. nein, das ist nix. Verbündete und Beziehungen, tralala. Genau. Das markieren wir jetzt einfach mal. Sag ich das alles da oben? Also angeblich soll hier was sein. Ja, jetzt auf einmal, ja? Ach. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Ja. Ja, ja, ja. Trümmer von der Arche Nathanus, Position erfasst und an die Bergungsteams übertragen. Wie schön. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Da hinten in die Sackgasse. Jetzt machen wir jetzt auch mal einen Schnellschritt. Ah, okay. Ja, gut, das heißt, dass wir da drankommen, das ist schon mal sehr schön. Ich dachte erst, das wäre diese Wand gewesen, die als Tür dienen kann, aber Gott sei Dank nicht. Okay, das heißt weiter nach da. Na, ich guck mal so. Auch nichts. Müsste noch irgendwo was liegen, aber ach ja, die suchen und finden und nicht finden, das ist wieder dieser Stein da. So. Ist oben vielleicht irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Hier kriegt man auch nichts. Wo soll denn das sein? Moment. In die Richtung.
Ja, ich gucke fast drauf. Da lang. Also sollte es hier sein. Ja, bitte. Trümmer der Arche Nathanus zur Bergung markiert. Jawohl, sehr schön. So. Trümmer, Alter, Trümmer. Nee, das ist auch Bepflanzung. Hier sind nochmal Trümmer. Und wie kommen wir auf die Seite? Da lang irgendwas nicht. Wahrscheinlich nur außenrum. Oder? Was ist das? Ach, Gravitationsschächte. Okay. Der Abgrund der Schöpfer. Das ist noch was anderes. Einsatzziel, ja. Na gut. Hier steht die Tempest. Ach so, so schaut das aus. Okay. Gut. Toll. Mal drumherum. Und wieder zurück. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Richtung. Ja,